Bayern im 17. Jahrhundert. Auszug aus dem Kurbayerischen Atlas von 1687. Im Osten des Herzogtums, im Bereich des Rentamtes Burghausen, ist die Herrschaft Mattighofen, Markt, Schloss und Sitz eines Pfleggerichts. Ausgehend von der Pfalz der Agilolfinger, dann der Karolinger, lange im Besitz des Hochstiftes Bamberg, dazu auch schon einmal der Grafen von Ortenburg, dann der Kuchler. Von diesen geht die Herrschaft Mattighofen 1452 an den Landesherrn, den Herzog von Landshut Niederbayern, über. 66 Jahre später, 1518, wird Schloss Mattighofen mit allen dazugehörigen Besitzungen, Rechten und Einkünften an die hoch angesehenen Ortenburger verkauft. Im vollsten Einvernehmen. Mit dem Schluss war, als sich die Ortenburger dem Protestantismus verschrieben haben. Und so hat 1602, kurz nach dem Tod des Joachim von Ortenburg, Maximilian vom Rückkaufrecht Gebrauch gemacht und damit ist die Herrschaft Mattighofen wieder in die Hand der Wittelsbacher gekommen. Kaiser Barbarossa verlieh Otto dem I. von Wittelsbach 1180 die Herzogswürde von Bayern. Die Wittelsbacher waren das am längsten regierende Herrschergeschlecht Europas bis 1918. 1777 aber war die bayerische Linie erloschen. Aus der Pfälzer Linie kam Kurfürst Karl Theodor, der denkbar unbeliebt war, auch weil in seiner Regierungszeit das Innviertel an Österreich kam. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts ist Bayern geteilt gewesen. In Oberbayern mit Zentrum München sowie Niederbayern, Zentrum Landshut mit der Burg Trausnitz. Der Wohnsitz der herzoglichen Familie war allerdings die Burg Burghausen. Die reichen niederbayerischen Herzöge waren gleichsam mittelalterliche Pendler zwischen Landshut und Burghausen. Herzogin Hedwig, einer geborenen Königstochter von Polen, war allerdings kein männlicher Erbe beschieden. Nach dem Landshuter Erbfolgekrieg wurden die Landesteile 1506 wieder vereint. Und so hat in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Herzog Maximilian von München aus über ganz Bayern regiert. Ein stattlicher Herrscher. Ab 1623 Kurfürst, streng katholisch, ein Führer der Gegenreformation und im Dreißigjährigen Krieg an der Spitze der katholischen Liga. Und arg verschuldet, wie schon sein Vater Wilhelm V. Der versuchte, der Geldnöte Herr zu werden durch das Salzmonopol, was ihm aber nicht ganz gelungen ist. Nun haben Herzog Maximilian und seine Berater mit wirtschaftlichem Weitblick eine zunehmend attraktiver werdende Einnahmequelle für das Hofzahlamt in München erkannt und auch für sich requiriert. Das Weißbiermonopol. Damit ist es gelungen, weitgehend schuldenfrei zu werden. Weißbier, ausgehend von Böhmen, war zunehmend begehrt. Da zeichnete sich ein beachtlicher Gewinn ab, denn viermal höher war die Steuer auf Weißbier als auf das sonst übliche Braunbier. Und so gründete der Herzog an die 20 herzogliche Weißbierbrauereien. Das Weißbierbrauhaus in Kelheim beispielsweise, bekannt durch die Schneiderweiße, das Hofbrauhaus in München. Später wurden die meisten Brauereien an privat verkauft. Und alle Wirte in seinem Herrschaftsbereich waren verpflichtet, Weißbier nur von diesen herzoglichen, später kurfürstlichen Brauereien zu beziehen. Dafür stand der Begriff Bierzwang. Als optimaler Standort für ein weißes Brauwesen im Rentamt Burghausen. Es gab noch mehr Rentämter in München, Landshut und Straubing, aber für das Rentamt Burghausen war Mattighofen die einzig richtige Stelle. Das sagt die Hofkammerpräsident Johannes Schrenk nach seiner Inspektionsreise. Und alle Wirte, von Burghausen bis Ried und von Braunau bis Friedburg, hatten nach dem Protokoll vom 28. August 1607 ihr Weißbier von Mattighofen zu beziehen.
In Mattighofen ist ein eigenes Brauamt gegründet worden, zu dem ein Brauverwalter, ein Gegenschreiber und ein Brauamtsbote gehört haben. Die Personalagenten vom Brauverwalter bis zu jedem einzelnen Brauknecht waren Sache der Bayerischen Hofkammer in München. Für die finanziellen Angelegenheiten, Kassenprüfung, war das Rentamt Burghausen zuständig. Begonnen hat die herrschaftliche Bierbrauerei durch Joachim von Ortenburg um 1550. Zu der Zeit ist Braunbier erzeugt worden. Diese Jahreszahl 1550 wurde gern als Gründungsjahr der Brauerei Mattighofen angegeben, wobei sich kurfürstlich bayerisch erst 73 Jahre später ausgeht, denn da hat der Herzog Maximilian die Kurwürde erlangt. 1602 hat Herzog Maximilian, wie schon erwähnt, die Herrschaft Mattighofen zurückgekauft. Das Schloss hat damals eher den Charakter einer Burg gehabt. Vier Türme, Graben, Zugbrücke. 5 Jahre darauf hat er begonnen, von ortenburgischem Braunbier auf herzogliches Weißbier umzustellen. Bei den Umbauarbeiten kam es zu einem Brand. Der Maurermeister wurde sofort nach München zitiert und wurde belehrt, wie die Darren gegen Feuersgefahr zu schützen sind. Aber im gleichen Jahr, 1607, war noch Braubeginn. Und nach weiteren 2 Jahren wurde bereits ausgebaut, da die Nachfrage derartig gestiegen ist. Von da an bis 1779, als das Innviertel österreichisch geworden ist, ist Weißbier gebraut worden. In den alten Akten taucht auch die eine oder andere Unzulänglichkeit auf. So zum Beispiel eine Unterschlagung von 3600 Litern Bier. 4 Tage bei Wasser und Brot. Strafe gab es dafür. Eigentlich eh nicht so schlimm. In einem Kur-Wellness-Hotel zahlt man halt für sowas. 1621 wurde der Braumeister wegen untragbaren Verhaltens entlassen. Oder es war wegen fortwährenden Raufhandels innerhalb der Braubelegschaft einzuschreiten. 1794 ist das Schloss samt dem Weißbierbrauhaus in bürgerliche Hand an den Brauer Jakob Heidenthaler verkauft worden. Der hat wieder auf Braunbier umgestellt. Braunbier ist auch im Haus der heutigen Apotheke erzeugt worden, seit 1606. Letzter Brauer war Albert Wininger im Jahr 1884. Auch auf anderen Häusern hat eine Bier-, Brau- und oder Schankgerechtigkeit bestanden. Von der ehemaligen kurfürstlich-bayerischen Hofbrauhausherrlichkeit ist leider nicht mehr viel geblieben. Die Brauerei hat aus für die Bevölkerung weitgehend unverständlichen Gründen 1975 die Produktion eingestellt. Das endgültige Aus wurde durch die Sprengung des Turmes besiegelt. Derzeit ist nur mehr das Kühlhaus erhalten.